Herzlich willkommen, liebe Kampfsportfreunde. Ich bin's wieder, Mike Hans von Ground & Pound TV. Neben mir steht Daran Mr. Perfect Morina, der heute seinen IMC-Weltmeisterschaftstitel gewonnen hat. Dafür erstmal Gratulation. Ist denn alles so genau so gelaufen, wie du das vorgestellt hast? Also es ist genau so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe natürlich eine schwere Zeit gehabt nach meinem Handbruch, Handverletzung, auch moralisch, und musste mich halt auch seelisch wieder fassen. Aber ich habe das ganz gut gemacht und wir hatten eine sehr gute Vorbereitung, dass eigentlich nichts anderes zu erwarten war. Ja, das, der nächste Kampf, der ist schon auf der Bamberger Fight Night angesetzt, habe ich gehört, gegen Andy Rögner, ist das richtig? Genau, gegen Andy Rögner. Ja. Hast du dich da schon irgendwie vorbereitet oder sowas? Oder? Also ich werde es genauso machen wie hier. Ich hatte letztes Jahr schon ein sehr gutes Jahr und bin jetzt wieder da und werde die Kampfsportszene ein bisschen aufmischen. Ich habe ein paar Monate gefehlt und schon lässt es sich von einem nicht mehr hören, weißt? Dann reden die nicht mehr von einem, aber ich zeige wieder, wer Mr. Perfect ist. Ja, stimmt. Also du bist auch heute reichlich behangen und bestückt worden. Ja, wie, also die Zukunft, wie gesagt, ist das auf der Bamberger Fight Night. Hast du sonst noch irgendwelche Pläne, die wie die Zukunft jetzt anbelangen? Also ich möchte natürlich an verschiedenen K1-Tournaments teilnehmen und mal schauen. Ich habe natürlich ganz spezielle Gegner, die ich noch in meiner Kampfliste habe, wo ich gerne schlagen möchte. Wer ist das denn? Komm, rück mal raus mit der Sprache. Unter anderem jetzt möchte ich natürlich noch einen Rückkampf gegen Daniel Opon, Shamsi Bichiri, und dann sind natürlich noch andere, die folgen. Ja, dann wünsche ich dir erstmal für die Zukunft weiterhin viel Glück. Ja, und hast du noch irgendwas an die Fans abzugeben oder an die Sponsoren? Ja, natürlich danke ich an meine Sponsoren, Chusa, Gladiator und FKK Hawaii, und an meine Fans für die Unterstützung und meine Trainer. Die waren echt Tag und Nacht bei mir und haben mich unterstützt, und das ist echt große Klasse. Und ja. An euch natürlich, an Ground & Pound TV, dass ihr hier seid und das alles dokumentiert und alles. Ja, bitte, machen wir gerne. Dankeschön. Ja, super, dann wünsche ich dir erstmal alles Gute. Danke.